Hühneraugen im Kapitel Haut, Haare. Das Buch heißt Stiftung Warentest, Medikamente im Test. 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Und ich bin angekommen bei die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe. Und es geht um die Wirkstoffgruppe Salicylsäure und Milchsäure in Klammern äußerlich. Salicylsäure und Milchsäure weichen bei der Behandlung von Hühneraugen die verhornten Stellen auf, sodass diese besser abgetragen werden können. Die Bewertung grün geeignet bei Hühneraugen. Wichtig zu wissen: Waschen Sie die betroffenen Hautstellen gründlich mit Wasser und Seife und trocknen Sie sie sorgfältig ab, bevor Sie die Arznei auftreten. Nach etwa 4 bis 6 Wochen sollte das Hühnerauge verschwunden sein. Alle weiteren Angaben zu Anwendungshinweisen, unerwünschten Wirkungen sowie weitere Hinweise für Kinder, Jugendliche, Schwangerschaft, Stillzeit finden Sie unter Salicylsäure, siehe Seite links. Da gilt also das, was vorher gesagt worden ist. So, damit schließt das der Teil im Kapitel Hauthaare und es geht weiter mit I kommt nichts, mit dem Buchstaben K, Krätze. So. Ja, da gibt es einen Wirkstoff mehr. Ansonsten ist das auch relativ kurz. Das sind 3 Seiten, nicht ganz 3 Seiten. Okay. Das war's für heute.